Hallo zusammen, mein Name ist Jonas Paul, ich bin medienpädagogischer Leiter der allgemeinbildenden und berufsbildenden Oskar-Kemmer-Schulen in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. In dem folgenden Beispiel möchte ich Ihnen zeigen, wie man mit dem iPad eine Unterrichtsstunde zum Thema Kontinente vorbereiten und durchführen kann. Ich habe dazu den Bildschirm meines iPads hier mit der Lehrerperspektive drahtlos mit der Anzeigefläche über AirPlay verbunden. Ich starte, indem ich in der App Safari den entsprechenden Suchbegriff eingebe und wenn ich eine passende Website gefunden habe, welche ich gerne im Unterricht einsetzen möchte, dann speichere ich sie zunächst einmal in meinen Favoriten ab. Damit habe ich sie in der Unterrichtsstunde schnell zur Hand. Die eigentliche Unterrichtsstunde beginne ich stets mit der App Classroom. In der App Classroom sehe ich, welche Schülerinnen und Schüler anwesend sind. Nicht anwesende Schüler werden gleich ausgegraut. Und so kann ich mit nur einem Screenshot, das ist eine einfache Geste mit dem Apple Pencil, sofort die Anwesenheit kontrollieren und festhalten, indem ich den Screenshot hier direkt abspeichere. Dabei wird automatisch die Uhrzeit und das Datum hinzugefügt. Was kann ich sonst noch mit der App machen? Ich kann mir die Bildschirme der Geräte der Schülerinnen und Schüler anzeigen lassen. Sofern ich es möchte, kann ich auch direkt auf allen Geräten der Lernenden eine App oder eine Website öffnen, die Geräte sperren, um die volle Aufmerksamkeit der Klasse zu erlangen, oder die Schülerinnen und Schüler natürlich wieder entsperren. Wechseln wir nun zurück in unseren Browser Safari, wo ich die Internetseite für die Schülerinnen und Schüler vorbereitet habe. Was an dieser Seite direkt auffällt, ist, dass viel Ablenkung auf dem Bildschirm zu sehen ist. Aus diesem Grund gibt es die Möglichkeit, die Reader-Darstellung einzublenden. Und dann werden diese Ablenkungen ausgefiltert und es bleiben nur noch Text und jene Bilder, die Bestandteil des Textes sind, übrig. Diese Datei kann ich jetzt auch drahtlos an die Schülerinnen und Schüler schicken, indem ich hier im Idealfall zum Beispiel ein PDF daraus mache und dieses an die Schülerinnen und Schüler schicke. Dazu gibt es die Funktion AirDrop. Bei AirDrop sieht man direkt meine in Classroom zuvor geöffnete Klasse. Wenn ich diese Klasse nun auswähle, wird die Datei drahtlos an alle Schülerinnen und Schüler verschickt. So kann ich mir als Lehrkraft das morgendliche Kopieren ersparen. Ich wähle meine Klasse also aus und damit wir nun die Schülerperspektive sehen, verbinden wir das Schülergerät jetzt mit dem Beamer, der interaktiven Tafel oder dem Fernseher, je nachdem, was in der eigenen Klasse vorhanden ist. Das geschieht auch über die App Classroom. Ich kann jetzt dank der App Classroom den Max auswählen und ihn mit dem entsprechenden Apple TV in meinem Klassenraum verbinden. Wir sehen jetzt hier die Schülerperspektive und auch direkt schon die Nachricht, dass die Lehrerin oder der Lehrer etwas an uns geschickt hat. Die Datei nehmen wir nun an und öffnen sie in der App Bücher. Jetzt kann ich mir zuerst den Text selbstständig durchlesen. Alternativ kann ich ihn mir aber sogar vorlesen lassen. Das ist eine Funktion, welche besonders im Unterricht Deutsch als Fremdsprache oder Zweitsprache oder aber auch für die Binnendifferenzierung bei Schülerinnen und Schülern mit zum Beispiel Lese-Rechtschreibschwäche sehr hilfreich ist und mir als Lehrer einen Vorteil bringt. Dazu muss ich lediglich mit zwei Fingern vom oberen Bildschirmrand nach unten ziehen. Die sieben Kontinente, vor Jahrmillionen waren die Landmassen auf der Erde ein einziger, zusammenhängender Kontinent, Pangaea. Durch Bewegung unseres Planeten begann der Urkontinent vor 150 Millionen Jahren zu zerbrechen. Und schon wird mir der Text vorgelesen. Das funktioniert natürlich auch mit fremdsprachlichen Texten. Eine andere wichtige Funktion ist, dass ich mir jetzt in diesem Dokument Markierungen von wichtigen Textstellen hinzufügen kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei Europa wichtige Informationen herausstellen möchten, dann reicht es, mit dem Apple Pencil einmal auf dem Bildschirm zu tippen, den Marker auszuwählen und schon kann ich jene Passage, welche mir als Schüler besonders wichtig erscheint, farblich markieren. Was machen wir nun mit den Ergebnissen? Nun, die Lehrkraft hat im Rahmen der Unterrichtsvorbereitung eine Vorlage in Keynote erstellt, in welcher die Schülerinnen und Schüler nun arbeiten sollen. Dazu kann ich nun wieder auf dem Lehrergerät in der App Classroom die richtige App auf allen Schülergeräten gleichzeitig öffnen. In diesem Fall ist es nun die App Keynote. Und wir sehen, automatisch öffnet sich diese. Und jetzt kann ich die Keynote-Datei, welche von mir als Lehrkraft im Rahmen der Unterrichtsvorbereitung vorbereitet wurde, ebenfalls dank AirDrop drahtlos an die Schülergeräte schicken. Wir sehen, die Datei ist angekommen, die Schülerinnen und Schüler nehmen sie an und öffnen sie in der dementsprechenden App. Direkt in der Datei sind
alle relevanten Arbeitsaufträge für die Lernenden integriert. So sollen hier auf der ersten Seite die Schülerinnen und Schüler den Äquator richtig einzeichnen. Sie greifen auf Vorwissen von vergangenen Unterrichtsstunden zurück. Dazu kann der Apple Pencil verwendet werden und wieder, sobald man auf den Bildschirm tippt, erscheinen Markierungselemente und Werkzeuge. Der Strich für den Äquator soll gut zu erkennen sein, also wähle ich hier eine dickere Spitze aus und zeichne ihn ein. Das war es auch schon. Auf der nächsten Seite haben die Schülerinnen und Schüler nun die Aufgabe, die Informationen über Europa, welche sie zuvor in der App Bücher herausgearbeitet und markiert haben, zusammenzutragen. Dazu kann ich mir gleichzeitig zur Keynote-App dank der Funktion Split View die App Bücher öffnen und auf dem Bildschirm legen. So kann ich direkt auf die zuvor bearbeiteten Informationen, welche wir nun auf der rechten Seite sehen, zugreifen. Diese Informationen möchte ich nun links in Keynote hinzufügen. Ich habe dazu zwei Möglichkeiten. Ich kann den Inhalt entweder schreiben, dann blendet sich wie hier die Tastatur automatisch ein, oder ich nutze die Funktion Diktieren und spreche den Text ein. Bildet gemeinsam mit Asien eine riesige Landmasse. Nun blenden wir die Bücher-App wieder aus und wir sehen hier den Text, welchen ich gerade diktiert habe. Im zweiten Teil der Aufgabe sollen die Schülerinnen und Schüler Europa auf dem Globus suchen und ein entsprechendes Bild einfügen. Hier geht es aber nicht um irgendeinen Globus, keinen physischen Globus. Denn jeder Lernende hat dank des iPads einen virtuellen Globus zur Verfügung. Dieser wird geöffnet, indem oben links auf der Folie das Symbol mit einem hinterlegten Link, welchen die Lehrkraft zur Verfügung gestellt hat, angetippt wird. Und schon haben wir eine sogenannte Augmented Reality Datei. Und wenn ich diese Datei nun öffne, dann erhalte ich einen Globus, den ich überall, zum Beispiel auf dem Tisch vor mir, ablegen kann. Der Globus kann auch in der Größe entsprechend angepasst werden. Nun kann man sich rundherum um den Globus bewegen, Europa heraussuchen und, wie in dem Arbeitsauftrag gewünscht, ein entsprechendes Foto machen. Dazu nutzen wir jetzt den weißen Auslöser auf der rechten Seite des iPads. Und schon wurde ein Screenshot erzeugt, der Europa zeigt. Wie fügen die Schülerinnen und Schüler den Screenshot in Keynote wiederum ein? Ganz einfach, sie wechseln zurück zu Keynote, öffnen gleichzeitig die Fotos-App, in welcher der Screenshot automatisch gespeichert wurde. Nun kann das Bild einfach per Drag and Drop zur Präsentation hinzugefügt werden, indem ich es hier auf dem Platzhalter ziehe. Auf der nächsten Seite haben wir als Aufgabe, eine Bildergalerie bestehend aus Bildern zum Thema Asien einzufügen. Im Vorfeld haben die Schülerinnen und Schüler dazu bereits eine Recherche durchgeführt. Und deshalb sehen wir schon in der Fotos-App auf der rechten Seite drei Bilder zum Thema Asien. Ich kann nun diese drei Bilder gleichzeitig auswählen und diese mit Hilfe des Platzhalters in die Keynote einfügen. Automatisch wurde nun eine Bildergalerie erstellt, durch welche durchgeblättert werden kann. So können mehrere Bilder bequem auf einer Seite dargestellt werden. Beim Kontinent Afrika soll nun ein Selfie-Video eingefügt werden, in welchem die Schülerinnen und Schüler berichten, was sie mit dem Kontinent verbinden. Über das Plus beim Platzhalter kann die Kamera aktiviert werden. Ich schalte um auf die vordere FaceTime-Kamera sowie auf Video. Nun kann die entsprechende Aufnahme gestartet werden. Mit Afrika verbinde ich weite Ebenen und Tiere wie Elefanten, Zebras und Giraffen. Wenn ich mit dem Video zufrieden bin, kann ich es direkt einfügen und natürlich auch jederzeit heraus aus der Präsentation abspielen. Beim nächsten Kontinent, bei Nordamerika, sollen die Schülerinnen und Schüler ein Flyover-Video vom Grand Canyon einfügen. Dies ist eine wunderbare Art und Weise, wie sich Schülerinnen und Schüler mit weit entfernten Orten auseinandersetzen können. Dazu wechseln wir nun in die App Karten und suchen dort nach dem Begriff Grand Canyon. Und hier sehen wir direkt die Funktion Flyover, mit welcher man eine virtuelle Reise an einem gewünschten Zielort durchführen kann. Gleichzeitig kann nun die Bildschirmaufnahme gestartet werden, sodass man ein Video von dieser Aufnahme erhält.
welches später erneut in die Fotos-App gespeichert wird. Das Video, welches nun aufgenommen wurde, kann selbstverständlich wieder in die Keynote importiert werden. Wieder öffne ich hierzu die Fotos-App im Split View und ziehe mir die Videoaufnahme auf meinen Platzhalter. So erscheint das Video vom Flug über den Grand Canyon nun genau an dieser Stelle in meiner Präsentation. Abschließend wollen wir jetzt noch auf der letzten Seite ein Kreisdiagramm einfügen, welches einen Vergleich der Flächen der sieben Kontinente darstellt. Wie gehen die Schülerinnen und Schüler nun hierbei vor? Zunächst benötigen sie einmal Datenmaterial und dann eine App, in welcher das Diagramm erstellt werden kann. Dazu verwenden sie die Apps Numbers und Safari. Wenn eine Website mit den relevanten Daten in Safari gefunden wurde, wie zum Beispiel hier diese mit der Tabelle, wo die Kontinente mit ihrer Größe und der Einwohnerzahl gelistet sind, dann kann diese Tabelle einfach markiert werden. Per Drag and Drop wird die Tabelle nun in Numbers, Apples Tabellenkalkulationsprogramm, importiert. Wenn aus diesen Daten nun ein Kreisdiagramm entstehen sollen, müssen zunächst die entscheidenden Werte markiert werden. Anschließend drücke ich auf Plus und wähle das Kreisdiagramm aus. So erstelle ich ein Kreisdiagramm samt Legende. Dieses Diagramm kann nun wiederum in die Keynote-App eingefügt werden. Wir öffnen hierzu die beiden Apps Keynote und Numbers parallel im Split-View-Modus und ziehen die Datei auch hier per Drag and Drop in die Präsentation. So kann das Diagramm auch noch positioniert werden und schon ist auch diese Aufgabe erledigt. Die Schülerinnen und Schüler sollen nun per Audiokommentar als letztes das Diagramm kurz kommentieren. Hierfür gehen Sie erneut auf das Plus in der App Keynote, wählen Audio aufnehmen und sprechen einen kurzen Kommentar ein. Das Diagramm zeigt eindeutig, dass Asien der größte aller sieben Kontinente ist, dicht gefolgt von Afrika. Von dieser Audiofunktion profitieren natürlich auch hervorragend die Lehrkräfte von Fremdsprachen. Schülerinnen und Schüler sind damit in der Lage, einfach Sprachsequenzen in der Zielsprache aufzunehmen und diese zu teilen. Schüchterne Lerner erhalten die Möglichkeit, in der Zielsprache zu kommunizieren und Lehrkräfte können die sprachliche Entwicklung leichter verfolgen. Darüber hinaus kann die Funktion natürlich auch innerhalb der Binnendifferenzierung sehr hilfreich sein. Lehrerinnen und Lehrer können die Aufnahmefunktion nutzen, um Arbeitsaufträge mündlich zu kommunizieren. So können Schüler mit zum Beispiel Lese-Rechtschreibschwäche dem Unterricht leichter folgen. Doch was passiert nun mit den Endergebnissen? Wie können Schülerinnen und Schüler die bearbeitete Präsentation bei der Lehrkraft einreichen? Genau auf dieselbe Art und Weise, wie sie erhalten wurde. Die Funktion AirDrop ermöglicht mir hier erneut das drahtlose Teilen meiner Dateien. Wenn Lernende dies nun machen, sehen sie ganz oben als Auswahlmöglichkeit die Lehrkraft. Wenn der Lehrkraft dementsprechend die Datei geschickt wird, wird es automatisch in der Classroom-App gespeichert. Hierzu wechsle ich nun wieder auf das Lehrergerät. In der App Classroom erhalten wir jetzt die entsprechende Datei vom Schüler. Rechts oben sehen wir das Symbol geteilt mit einer 1. Sobald es angeklickt wird, sieht man, dass der Schüler Max eine Datei geteilt hat. Diese kann nun von der Lehrerin oder dem Lehrer geöffnet und zum Beispiel mit Feedback versehen werden und anschließend wieder zurückgeschickt werden. Das war nun ein mögliches Szenario, wie man mit dem iPad eine Unterrichtsstunde zum Thema Kontinente vorbereiten und durchführen kann.